Hallo, meine Saloon betretenden Tempelplünderer und herzlich willkommen zurück zu einer lauschig-flauschigen Gründchen hier bei Starbound. Wir haben jetzt ein paar Quests angenommen und ich gucke mal jetzt noch durch, was wir noch kriegen könnten und dann werden wir dann mal schauen, dass wir die Quests nebenbei noch erledigen. Vielleicht kriegen wir ja, der ist ja cool, dass wir vielleicht noch ein paar, vielleicht einen Gefährten oder so bekommen und dass wir dann loslegen. So, was ist los? Okay. Ich lese das jetzt nicht großartig, weil die Texte sind teilweise sehr verworren. Jetzt zur Not müsst ihr euch das immer anhalten. Einmal, was ist das denn jetzt gewesen? Oh. Harminion? Das war ein Harminion. Hä? Ah, eine Harmonika wahrscheinlich, ne? Na, dann geht's weiter. Cooler ist, ich habe vergessen, man kann ja hier auch so ein bisschen drauf gehen. Stimmt, wir mal 6. Ja, dann haben wir das auch gleich. Kannst du hier so ein bisschen drauf drücken? Warte mal. Hallo, wenn ich das hier öffne, kommt der da raus, wa? Nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Das wäre jetzt gemein. Okay. Wir haben jetzt hier alles. Dann sollten wir jetzt... mal die Quest erledigen. Ich kipp das mit der Peitsche. Pium! Was ist das jetzt eigentlich? Ach so. Scheint aber auch sehr lange zu brennen. Das ist geil. Wir müssen mehr mal so ein Zeug einsetzen, ey. Wobei, wenn wir den Freunde haben, die verbrennen doch da dran, oder? Ich weiß nämlich mal nicht so, ob wie weit Friendly Fire hier an ist. Und wenn ich Schieße zum Beispiel treffe, ich sie ja nicht. Aber ich weiß ja nicht, wie es damit ist. Ich muss sagen, die Planeten haben sich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das ist übrigens die Aufnahmesession nach der gestrigen Aufnahme gleich. Habe ich gleich hintereinander gemacht, weil ich dachte, ach komm, es ist mal ein bisschen Zeit. Heute ist ja auch ein freier Tag. Also gestern, heute bin ich wieder arbeiten. Ich habe Sonntag immer meistens Dienst. Was ich aber nicht schade finde, weil ich im Schnitt, da ich mal 5, maximal 6 Stunden arbeite. Wirklich nur maximal. Kommt immer drauf an. Ich lasse mir auch mal ein bisschen Zeit und ja. Auch kommt immer so ein bisschen an. So, auf jeden Fall nochmal dann wieder zu dem Hauptplanet. Ich wollte eigentlich schon längst zurück sein, um nochmal das Lager aufzubauen. Ein paar Lagerkisten und alles. Bis jetzt kam ich noch nicht so dazu. Kommt aber noch. Aber wie weit ist denn das noch? So. Wenn ich da jetzt reingehe, brenne ich auch. Oh, oh, ja. Au, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Au, 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 au. Ich wollte nur testen. Warum bin ich immer so neugierig? Boah, guck mal, gleich hier mit was zerstört. Wir haben bald soweit. Wir haben bald die zwei. Wir brauchen noch 12 Stück von denen, dann haben wir das. Aber das fand ich jetzt irgendwie cool. Nee, warte mal. Jetzt keine Lust, da drum herum zu laufen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss echt meine Sachen alle aussortieren. Mal wenn wir müssen wirklich gucken, dass wir uns bald einen Basisplanet dann suchen in der Galaxie, in der nächsten Galaxie. Da wirklich dann mal durchgehen und dann da auch ein bisschen was haben. Ja, sein kann, dass hier was ist. Wieder sein kann. Oh, der war böse. Oh ja. Ha. Ich wusste, dass du dahin fliegst. So wird ein Schuh draus. Warte mal, hier war eigentlich nur wichtig, wenn du hier das machst. Du warst artig, ne? Du nicht. Tschüss. Oder doch? Ach, keine Ahnung.
Wie weit muss ich denn noch laufen für diese Quest? Der Planet schien kleiner gewesen zu sein, als größer zu sein, als ich dachte. Bis jetzt muss ich sagen, ich kann mit diesen ganzen Nahkampfwaffen ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ne? Also bis jetzt habe ich... Okay. Das ist schon wieder geil. Ja, schön. Das sieht auch voll geil aus, oder? Mit diesen Augen da drauf. Diese Hieroglyphen. Wo sind die denn jetzt? Ey, da raus. Okay, gut. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Und ich werde gerade gerufen. Oh, ich wurde gerettet. Mein Kind ruft mich, ich bin gleich wieder da. Der ist ja wieder. Oh, ich sag euch, also, ich ziehe meine Tochter wirklich, der Kerl wirklich Prinzessin-like. Der Mann später, der wird ein bisschen, oder Frau, weiß ich ja nicht, Mann oder Frau wird später recht schwierig mit ihr haben. Ich verwöhne sie, glaube ich, zu viel einfach. Viel zu viel. Aber na gut, da muss dann der Partner später durch und genau. Oh, da traf er. So, und jetzt können wir den Rest machen. ich verwöhne sie. Also ich bin ganz ehrlich, ich verwöhne sie ein bisschen zu viel. Meine Tochter. Aber ich finde, das gehört dazu. Hi. Warte mal, das ist doch... Die muss ich, glaube ich, suchen, ne? Da war auch Lorana. Warte mal. Aber es reicht noch nicht, glaube ich. Aber warte mal, die werden aber böse werden, ne? Hilfe, Hilfe. Wirklich guten Schutz. Wie viel hat denn der? Upsi. Weiter raus, weiter raus. Ich dachte halt, weil die hier so leben, dass die halt so, ne? Oh, guck mal, da ist aber was. Wie eigenartig. Ich muss das Kreuz vergleichen. Kreuz vergleichen? Okay, mehr hast du aber nicht. Aber ich habe einen Hinweis nochmal gefunden bei dem, Leutschitz hier. So, hi. Okay, du willst auch mit? Wir nehmen die jetzt einfach alle mit, wisst ihr? Au. Warte mal, ich muss mal was essen. Oh, mir ist schon wieder eine ganze Menge abgelaufen. Was ist denn da jetzt abgelaufen alles? Irgendein Müll aufgesammelt war. So, warte mal. 6, zack, zack. Also es ist auf jeden Fall... Oh, danke dir. Was? Komm, den packen wir jetzt weg. Egal, was damit ist. So, du kommst auch noch mit, ne? So. Und hier haben wir jetzt leider nichts mehr weiter.
Der hat dann. Ja, danke dir. Au. So, wir haben ein paar Quests erledigt, die nehmen wir jetzt dann mit. Und dann gucken wir mal, was wir da noch Schönes herausbekommen. Und dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Wir werden aber den Planeten noch einmal umrunden. Mhm. Okay, warte mal. Das ist der Geile beim Dreiersprung wiederum, ne? Also der Doppelsprung ist zwar kräftiger, aber beim Dreiersprung habe ich mehr Möglichkeiten, ne? So steuerungstechnisch gegen vorzugehen. Und hopp. Und hopp. Ich wusste nicht, dass man die extra dann freischalten muss, so von der Dynamik her. Hi. Du bist nicht böse? Gut. So. Wo sind die jetzt eigentlich alle? Okay, die ist noch nicht gescheitert. Die kommen dann scheinbar noch. Ich auch mal. Thema Prinzessin. Ich habe öfters bei Instagram, wie dann da irgendwelche Kerle trainieren und dann sagen, ich mache das nicht da und dafür, sondern damit ich nachher krasser erscheine als der Kerl, den meine Frau, meine Tochter bringt. So, wo ich mir dann mal überlege, Leute, ich dachte, ihr wollt doch das Beste für eure Tochter oder für euer Kind in dem Sinne. Und es ist doch egal, wie krass sie oder er, der Partner, die Partnerin dann aussehen, weil im Endeffekt sollen die doch dann weiter das Kind beschützen und nicht du dann. Klar, wenn es ein, ne? Ist, dann ist es was anderes. Aber ich sag mal so, ja, es ist egal, wie krass oder sowas derjenige aussieht. Man möchte doch eigentlich, dass das Kind wohlbehütete Hände geht, wenn es denn möchte, einem Partner oder Partnerin. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der sagt, nein, brauche ich nicht. Und dann möchte man doch, dass dann der oder diejenige auch mit, die sich gegenseitig aufpassen können in dem Sinne. Was soll ich das meinen? Oder? Es geht mir doch nicht darum, dass ich dann immer dann da, also ich werde immer für mein Kind da sein, aber ich kann es ja nicht die ganze Zeit sein. Insbesondere, wenn das Kind dann mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenlebt, dann kann man ja nicht dann sagen, oh, ich ziehe bei euch ein, weil ich muss ja dich beschützen. Ja, das wird dir ja dein Kind nicht gerade sonderlich danken, würde ich mal meinen. Und darum geht das nämlich. Ne? Also man muss schon mal überlegen, ob das alles so Sinn macht. Finde die Aussagen dahinter mal ein bisschen schwieriger. Weil, klar, man möchte sein Kind ja beschützen, aber das Kind soll ja auch später alleine sein Leben leben. Und soll ja nicht von mir abhängig sein. Im rechten Moment werde ich immer da sein. Ich habe meinen Kindern auch gesagt, wir werden nie immer alle einer Meinung sein. Wir werden nie. Das sieht voll cool aus. Wir werden öfters Diskrepanzen und ähnliche Sachen haben. Und das hat aber damit nichts zu tun, dass wenn was ist, dass man ihnen dann nicht hilft. Ne? Okay. Okay, wir sollen das zu Curry bringen. Curry bringen. Okay, haben wir erledigt. So. Und du bist? Einer bleibt noch offen. Da. So. Haben wir alles erledigt, ne? Sehr gut. Dann könnten wir jetzt hier vorne mal reingehen. Wir gehen jetzt mal da rein und dann gucken wir mal, was da rauskriegt. Zuckerrohrsamen. Das ist okay. Wolframerz ist noch besser. Die. Okay. Ein schönes Schwert. Eine schöne Waffe. Oh. Aber du hast einen Schaden pro Schuss 2,3. Schaden pro Schuss 2, 7,7, 6,3, 3,8, 4,8. Der hat halt einen Granaten. Aber ist egal. Wir haben unsere Waffe. Und eiserne Jagdspeer, sehr schön. Dann hatten wir hier noch so ein schönes Buch, was du mal lesen kannst. Was war das? Florianische Fleischbuch.
Ich muss sagen, genau, wir wollten uns das eigentlich, sollten wir uns das mal durchlesen. Warte mal, Codex, Florianus, das Fleischbuch. Needs one fire for cooking, one meat. Step one, put meats on fire. Tips, do not eat other Florin if they still alive. Cooking meats is easier if isn't still screaming. Ja, wenn man nicht, wenn man keine Schreie hat, dann ist es wirklich einfacher, das Kochen. Ist gleich kalt. Stand der gar nicht so lange. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich mache ich jetzt mal weg. Kann auch sein, dass das ein Fehler ist. Jetzt haben wir es aber erstmal weggemacht. So. Sieht auch geil aus. Wenn die pennen, so wie so ein Feuerball. Nee, noch eine Quest machen wir nicht. Wir haben eine Runde Quest gemacht, haben jetzt leider keinen bekommen, der mit uns mitreisen möchte. Und deswegen gehen wir jetzt. Komm mal mit drauf. Der Gefangene ist ausgebrochen. Tötet ihn. Voll emotional. Der Gefangene ist ausgebrochen. Tötet ihn. Okay, weiter geht's. So. Jetzt werden wir erstmal den Rest des Planetens noch erkunden. Und wir müssen, ich werde mal wieder was bauen. Ich habe voll Baubock. Kennt ihr das? Also ich mag es voll gerne, in Spielen zu bauen. Ich spiele, glaube ich, gestern und vorgestern Abend so ein bisschen, war nicht lange, hat bestimmt schon wieder ein bisschen Seven Days für mich gespielt, weil ich aber immer gerne baue und ich mag Zombies. leider ist die Leidenschaft nicht bei jedem so da mit den Zombies, weil ich finde es halt immer voll genial. Was ist denn das jetzt? Special Energy Lands. Plutsch. Energy Launch. Bin ja gespannt. Wo, ob wir hier noch was finden. Also finde ich cool, dass wir noch mal einen Hinweis gefunden haben, ne? Aber ich glaube, wir sind dann auch soweit fertig in dem Bereich der Galaxie, dass wir dann wirklich sagen können, wir gehen einfach mal in den nächsten Bereich. Und da musste ich, glaube ich, noch mal gucken. Also wir werden das nicht in der Folge machen, weil wenn, dann muss ich eh noch mal ein Lager errichten. Dass wir uns ein Lager aufbauen. Bin überlegen. Müssen wir dann aber in den Keller bauen am besten, ne? Ich glaube, wir bauen in uns einen Keller. Ich finde es aber malerisch sehr schön gemacht. Ne? Also hier hinten das alles. Ich finde es wirklich schön gemacht so. Aber ich muss sagen, hier sind recht wenig Nachtmonster aktiv. Bei den anderen Planeten hast du ja dann wirklich gehabt, dass du... dass du viele Monster hattest, die dann in der Nacht herauskamen, hast du ja hier gar nicht wirklich großartig, ne? War hier nicht eine Händlerin? Kann ich langweilen. Kann man eigentlich auch... Du schaffst es nicht damit abzubauen, wa? Oh, schon crazy. Du schaffst es nicht abzubauen mit dem Schießen. Sieht nach einem Sandsturm aus. Manchmal lässt er sich schwerer steuern und manchmal geht es ganz gechillt. Die Sonne lacht uns entgegen. Lalalalalalala. Uppala. Uppala. Hey, hey, hey. Ach nee, nicht schon wieder so ein Goldbart. Nee, ist eine Mischung aus Golbat und wie heißt denn der andere? Zuba. Goldzub. Ein Goldzub. Der lässt mich aber auch nicht... Hey, ist ein Würmchen? Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Hätte ich mal mehr drauf achten müssen. Ha! Einfach mal den Crawler überquert. Eine Art Geier, ne? Ja, ich gucke nämlich einfach mal, ob wir hier was wirklich drunter haben.
Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir da. Aber eine Kiste anbei. Oh, guck mal, ich glaube, wir sind einmal rum jetzt. Und nochmal. Wir brauchen jetzt nur noch 11. Nee, scheinbar doch noch nicht ganz. Ich dachte, wir sind jetzt einmal herum. Doch, wir sind einmal herum. Guck mal, da stehen sie doch. Hallöchen. Wir sind einmal... Erstmal was verbrannt ein paar Kalorien. Absolut, das kam aus dem Nichts. Und dann mein Money. Östlich von hier. Die Lottel Castle. Ah, ich weiß, wo das ist. Das war doch der Dingsplanet da hinten. Der Tempel, ne? Die Lottel Castle war doch der Dingsplanet. Ach, Planet Tempel. Der Tempel. Der Tempel. Planet. Ja, aber ich bin schon im Kopf auf Planetenreise, weißt du? Deswegen kam ich jetzt auf Planet. Jetzt eine oder wie bist du da? Bist du eigentlich? Was bist du gewesen? Der ist immer noch sehr unnötig. So eine Art Yeti auf vier Beinen. Haben wir denn noch was zu essen da? Ja, wir haben noch ein bisschen Reis. Irgendwas ist schon wieder abgelaufen. Das finde ich aber auch immer genial. So. Kompletter Berg aus Knochen. Wie viele müssen hier ein? Das habe ich überhaupt gar nicht in der letzten Folge realisiert. Wie viele müssen denn dafür verstorben? Schön mit der Peitsche. Juckt voll im Hals. Pistole macht auch Laune. Weißt du? Hier sind eine Menge von denen unterwegs. Die scheinen was mit dem hier zu tun zu haben. Oh Mann, wie weit ist denn das noch gewesen? Ey, das war ja... Ich wollte eigentlich fertig machen, dass wir weiterreisen können, aber na gut. Ich bin out of money, out of money. Der hält viel aus. Der Typi. Der hält echt viel aus. Ah, guck mal hier. Oh, verdammt, hier hatte ich ja das. Genau. Wir sind da, meine Damen und Herren. Also, hier sollen die Typos sein, ja? Scheinen aber oben zu sein. Sind aber mehrere, oder? So, direkt über mir. Nee, es scheint einer zu sein. Schön finde ich, dass die das hier gelassen haben, dass das hier nicht nachspawnt. Okay, sind doch mehrere. Wenn man mich dagegen schießen. Ich bin das ja zugemacht. Oh, warte mal.
Warte mal, hatte ich nicht noch was anderes? Genau, Molotow. Und die Bombe. Hä, ich habe doch 6 gemacht. Ja. So, haben wir erledigt. Da hat jemand aber nicht auf sein Leben geachtet, meine Damen und Herren. Da hat jemand nicht auf sein Leben geachtet. Einfach mal die Aussicht genießen. Okay, na los, komm. Wie die Ninjas. So, jetzt sind wir langsam bei die. Was ist das hier eigentlich? Warum? Achso. Jetzt sind wir ready. Und dann geht's zurück und dann planen wir mal wegen unserem, wegen, wie wir das machen wollen. Mein Kumpel oder Kumpelinen hier, die macht alles zu. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er dann wegen unseren... Der Krebs hat eine Totenmaske auf. Dass wir unser Lager mal aufbauen. Ich schneide mal Fleisch lieber mit. Wir müssen ja auch ab und an was essen. So, dann haben wir das mal wieder voll und dann ab und an. Bin richtig gespannt. Au. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht kippen. Lass mich doch einfach. Ich will doch einfach nur weg hier. Kommt ihr denn schon wieder her? Wie ich gesagt, es gibt keine Monster hier bei Nacht. Na doch, hier, bei dem Gebiet hast du ein paar. Lasst uns einfach von dannen ziehen. Wir hauen hier ab. Ich würde gerne noch mehr Leute mit haben. Guck mal, Jungs. Können die mir eigentlich versterben? Können die versterben? Geht das? Das würde mich ja mal interessieren, wenn ich meinen Kompagnon von oben mitnehme. Die können auch versterben, ne? Also lohnt es sich doch eher eigentlich, sie nicht mitzunehmen, weil sonst töte ich sie doch, weil ich kenne mich doch. Ich stelle mir 100 pro weg. 100 pro. Komm, wir mal ein bisschen Licht hier. Boah, ich habe die eine Demo jetzt letztens gespielt, mit dem, wo du Polizist bist. Okay. Ich war zu freundlich. Mann, lass mich. Ich war doch nur. Jetzt war ich mal freundlich und dann bist du so einer. Lässt du meinen Kompagnon in Ruhe? Geht doch. Das hat. Guten Tag, wir wollen nicht stören. Hey! Sehr gerne. So, der ist jetzt wieder weg. Schade. Ich hatte gehofft, wir haben ein bisschen Glück. Aber gut. Fake Co Storm Structure. Okay, pass mal auf. Wir machen uns nach oben. Wir gehen aber jetzt noch nicht Lager machen. Der hat uns irgendwie geliebt. Das war interessant. Der hat uns geliebt. Das war schon mal eine sehr interessante Sache. Jetzt müssen wir... Ich sehe gerade, ich habe meine Kamera so, dass ich nicht so sitze. Abgeschnitten bin. Ich würde gerne Outpost Stop Teleshop. Genau. Wir können doch bestimmt jetzt ein bisschen was aufbessern bei unseren Sachen, oder? So, erstens mal, ich würde dich gerne bitte verkaufen. Okay. Und der hier kostet uns doch 25.000, sagtet ihr, ne? Wir haben 25.000. Aber ich muss jetzt mal was gucken. Bevor ich das mache. So. Ach, guck mal eine an. Rot-weiß sieht gut aus. So, Body. Lol.
Cool. Nee, hä? Okay. Du. Ich kann damit noch mehr herstellen, aber ich habe leider keine Blueprint. Ja, okay. Das ist natürlich interessant. Okay, also ich brauche mehr Blueprints, um daran zu bauen. Aber ihr habt da zum Beispiel sowas nicht, ne? Okay, das geht nicht. Walljump. Sprint. In der Stelle der Luft verwendet werden kann. Wenn du klettert. Bewegt sich cool, bewegt sich schnell über Wasser. Boah, die sind ja alle cool irgendwie, wa? Boah, den hier würde ich gerne haben. Den reinen Sprint. Das ist ja geil. Ich bin Flash. Das ist cool. Den behalte ich auf jeden Fall. Ja. So, und der hier, der hat ja den jetzt so. Und mit dem könnte ich aber noch Wände hochklettern. So, jetzt kann ich den sozusagen machen. Das ist geil. Das ist cool. Entschuldigung. Ich kann ja nicht abbauen. Genau, das ist dieses Kolonisten-Ding. Das müssen wir noch gucken. Machen wir dann auch noch? Warte mal, das kostet aber auch alles Geld, ne? Genau. Ja. Machen wir noch. Ne, da kriegen wir nur Mining-Sachen her. Da kriegen wir nur Mining-Sachen her. Da haben wir jetzt X. Da brauchen wir jetzt nichts weiter. Ansonsten haben wir jetzt hier erstmal, glaube ich, nichts. Ah, der kann nicht mehr springen, ne? Der kann nicht mehr springen. Okay, das ist der Nachteil wieder. Aber das hier finde ich halt cool, ne? Flash ist unterwegs. Mit dem Verbandskasten. Wo kommen wir hier eigentlich hin? Ups. Ja, ne? Wir hatten 25.000 gehabt. Ich wusste nicht, dazu enden. Ich die Zeit weiter. So. Kreisförmig so ein bisschen. Verdammt. Aber naja, gut. Wenigstens waren wir schnell unterwegs. Ja, jetzt müssen wir die Pixel wieder zusammenkriegen. Verdammt. Ja gut, machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir aber erstmal alle unsere Sachen über die nächste Runde und mit dem Bau unseres Lagers auseinandersetzen. Also wir werden nächste Folge über Lagerbau machen. Denn wir haben jetzt das Problem, dass wir keinen Platz haben mehr. Warte mal. Ja, oder was bist du? Oh dann. Attack!
Machen wir noch so zum Abschied. So, lasst uns ins Orbit. Wir greifen die an. So, solange nichts ist, behält er sie im Dings drin. Interessant. So. Das war ein bisschen doof von mir, aber ich wusste, so lernt man, ne? Gut, dass wir jetzt kein Harpo mehr spielen. Ist schon mies. Aber warum greifen die mich? Was mich jetzt wundert, ist, warum greifen solche Dinger mich an, wenn ich doch eigentlich nur Richtung des Flugschiffs möchte. Viele hier drin sind. Oh. So will ich doch eigentlich nur zu den komischen. Ah, guck mal, wer da ist. Das ist ganz schön groß. Guck mal, vernichtet. Kann aber nichts kaputt machen, wa? Kann aber leider nichts kaputt machen, weißt du was? Ich kann hier gar nichts kaputt machen, was ist das denn? Meteoritengestein. Na, nimm mal mit, hatten wir ja schon ein bisschen was da gehabt. So, dann machen wir bitte den da. Ne, den da. Ja, habe ich dich in eine Palle gelockt, da kannst du mal sehen. So wird das hier. Hol mal den da raus. Hey, wir haben nämlich ein paar Pixel verloren, ne? Da müssen wir die mal ein bisschen neu besorgen. Ich weiß auch nicht warum. Nehmen wir natürlich mit, ne? Base Bird Helmet. Okay. Oh, guck mal, eine Blueprint gefunden. Wir lernen, wie man Z-Mesh-Boosters baut. Okay. Jo, eine Tech-Card. Nichts Besonderes, aber na gut. So. Können wir auch unseren später noch größer machen? Das wäre geil, wenn wir den wirklich so ein bisschen vergrößern könnten, unser Raumschiff. Darauf hätte ich auch Bock drauf. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Ich bin halt über allgemein gespannt. Wir schauen mal. Aber das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, bitte gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert über was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's erstmal wieder auf den Heimatplaneten. Wir werden ein wenig Lagerarbeit machen. Also wir werden ein bisschen das Lager ausbauen. Ich glaube, unten drunter dann einfach ein kleines Lager hinsetzen. Um dort dann die gesamten Sachen mal einfach unterzubringen halt. Materialien, Deko und so weiter. Dass wir das alles so ein bisschen hin und her räumen, damit wir dann wieder auf die nächste Mission gehen können. Denn ich glaube,
Ich glaube, wir sind hier ja jetzt eigentlich so weit fertig. Wir haben die Planeten so weit erkundet. Wir könnten noch mal so zu so einem Ding hingehen. Da können wir nichts machen. Also sind wir hier fertig? Nein, stopp, 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 stopp. Egal. Und dann heißt es eigentlich, wir sind ja jetzt gerade hier. Forest Lunch. Ah, Silver Desert. Lush. Hier wäre eigentlich jetzt nichts mehr. Was heißt denn das hier? Hier gibt es eine Mission, wie es scheint. Gentle Star, Gentle Star, Gentle Star. Wenn ihr sagt, solange es gentle ist, ist es alles okay. Temperate Star wird dann wahrscheinlich schon, ja, das ist auch schon gelb angezeigt. Radioactive Star. Frozen Star, Frozen Star. Also müssen wir dann als nächstes erstmal Gentle Star. Da könnten wir eigentlich hingehen. Das ist dann Lorsch, das ist direkt in der Nähe dann. Und das wäre dann so das nächste, was wir machen. Aber vorher werden wir erstmal unser, ja, unser Lager aufbauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss!